Das Spiel verändert sich. Mein Job ist es, die Stabilität von UBA sicherzustellen. Alex, ich will, dass du zurückkommst. Du bist die Einzige, die uns retten kann. Das habe ich noch nie zuvor gesagt. Ich lass mich nicht an den Rand drängen. Alex Levy! Klingt so, als müsse meine große Schwester meinen Mist wegräumen. Das hättest du nicht besser planen können, zur richtigen Zeit so abzutreten. Ich war am Ende, Dark. Ja. Die Quoten sinken. Der Sender muss seinen Ruf wiederherstellen. 5! Wir wollen dem Corona-Ding einen Schritt voraus sein. 4! Niemand sollte darüber berichten. Na, Bradley könnte es tun. 3! Vergiss mich, es ist deine Sendung. Wir sind wieder da. 2! Ich habe auch eine Vergangenheit und nicht alle finden sie toll. 1! Du hast diese Tür vor 9 Monaten geöffnet. Und jetzt wirst du auch durchgehen müssen. Ein Enthüllungsbuch der Journalistin Maggie Brenner über die Geschehnisse hinter den Kulissen bei UBA's Morning Show. Es gibt ein Verhaltensmuster an diesem Sender und daraus folgt eine Vernachlässigung der People of Color. Wir sollten mal was klarstellen. Wir müssen uns entscheiden, was die Wahrheit ist. Hast du gehört, was du gesagt hast? Maggie, ich würde gern das Buch sehen. Sie können mich nicht leiden, sie haben mich nie gemocht. Das ist nicht wahr. Was davon? Vorwärts und aufwärts. Sie sind sehr dynamisch gewesen. Ich finde, die setzen sie falsch ein. Ich vertraue ihr nicht. Sie war doch ganz nett. Oh Gott, die nervt mich. Ich bin dein Boss. Ich sorge dafür, dass es hinhaut. Oh, du bist mein Boss? Ich dachte, du wärst mein Freund. Ich bin auf deiner Seite. Stella findet, ihr fehlt das gewisse Etwas. Der Sender möchte andere ins Rampenlicht drücken. Das Problem mit Rassismus ist, man wird ihn nicht los, indem man vorgibt, ihn loswerden zu wollen. Was ich will, ist, hier etwas zu verändern. Aber es ist noch nicht entschieden, ob du auch Erfolg hattest. Die Zukunft ist wieder rosig. Falls ihr es vergessen habt, ich bin die Whistleblowerin. Ich bekomme alles, was ich will. Sie sind so darauf versessen, weiter über ihr verfaultes kleines Fürstentum zu herrschen. Der Rest der Welt ist längst in die Klauen umgezogen und es ist verdammt geil da oben. Das ist der Kampf um nichts weniger als die Seele des Universums. So happy to